Lektion 9 Technik und Alltag Folge 9 Computer sind doof. Home Service, hallo? Ja, hier ist Baum. Was kann ich für Sie tun, Herr Baum? Ja, ich hatte vor einer halben Stunde eine Pizza bei Ihnen bestellt. Ach, richtig, Herr Baum. Ja, und da wollte ich mal nachfragen, nicht? Herr Baum, Ihre Pizza... Meine Mittagspause geht ja nun bald zu Ende, nicht? Herr Baum, es tut mir wirklich leid, aber wir haben hier ein kleines Problem mit unserem neuen Computerdrucker. Mit Ihrem Drucker? Ja, aber... Haben Sie doch bitte noch einen ganz kleinen Moment Geduld, Herr Baum. Wir sind gerade dabei, das Problem zu lösen. Und dann kommt Ihre Pizza sofort zu Ihnen, okay? Vielen Dank für Ihr Verständnis, Herr Baum. Funktioniert das blöde Ding immer noch nicht? Hey, du sagst das so, als ob ich dafür verantwortlich wäre. Nein, Nasir, ich... Aber das hier ist nicht mein Job. Ja, ich weiß. Mein Job ist Essen ausfahren. Während ich unterwegs bin, kann ich mich nicht um deinen Computer kümmern. Ja doch, ist ja gut. Hey, was war denn das? Geht's jetzt? Der Drucker ist nicht betriebsbereit. Oh Mist! Legen Sie die CD-ROM ein und installieren Sie die Druckersoftware. Wo ist denn diese CD-ROM? Dort, wo sie hingehört, im CD-ROM-Laufwerk. Na, dann installier doch die Software. Du musst doch nur auf Weiter klicken. Hab ich doch schon. Lass mich mal an den Computer. Na los, gib mir mal die Maus. Bitteschön, wenn du meinst. Okay. So. Der Drucker ist nicht betriebsbereit. Hä? Moment nochmal. Legen Sie die CD-ROM ein und installieren Sie die Druckersoftware. Oh, Computer sind einfach doof. Telefon. Oh. Home Service, hallo? Probleme bei der Installation. Guten Tag, Frau Keller. Was kann ich für Sie tun? Für ein einwandfreies Funktionieren des Druckers benötigen Sie die richtige Treibersoftware. Frau Keller, das war einmal... Sollten Sie die passende Software für Ihr Betriebssystem auf der beigelegten CD-ROM nicht finden, haben Sie folgende Möglichkeiten. Ich verstehe Ihren Ärger, aber wir haben hier Probleme mit unserem Drucker. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen... Können Sie den benötigten Druckertreiber von unserer Internetseite herunterladen? Aha. Ja, Frau Keller. Ganz bestimmt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Oh. Weißt du, wo der alte Rechnungsblock ist? Was? Hey, lass mich doch bitte in Ruhe. Was machst du da eigentlich? Bist du etwa im Internet? Tatsächlich. Das darf doch nicht wahr sein. Hier ist Chaos und er surft im Internet. Quatsch, ich surfe nicht. Und was ist das? Was machst du da?
Druckertreiber downloaden. Was? Wozu braucht man denn einen Druckertreiber? Ach, vergiss es. Wozu brauchst du denn einen Rechnungsblock? Ach, vergiss es.